Hallöchen zusammen, ist mal wieder ich, euer Garten- und Küchenfuchs. Ich werde heute Kohlrabi einlegen. Warum einlegen? Ja, ganz einfach. Haltbarmachung, ohne dass ich im weiteren Verlauf nach der Haltbarmachung auf Strom zurückgreifen muss. In der heutigen Zeit extrem wichtig, da die Energiepreise immer weiter steigen. Deshalb wird das Ganze eingelegt und ich zeige euch, wie ich das anstelle. Als erstes brauche ich, bevor ich da irgendwas einmache, ein Möhrchen. Da nehme ich so ein Contest-Möhrchen von dem Möhrchen-Contest, dass ich von dem Contest, den ich mit Radieschen für. Sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Mache ich hier noch eine Bohrung. Ja, gleich ein Drilling. Ist okay, kann man so mitnehmen. Das Grün ist ein bisschen verbraucht, deswegen lasse ich das gleich da. Die Möhrchen hier, die wollten nicht richtig wachsen, nehme ich dann auch gleich mit. Ah. Gleich die Wurzeln abmachen. So. Fertig. Möhrchen für die angelegten Kohlrabi sind geerntet. Ich muss dazu sagen, diese Hochbeete haben seit Wochen kein Wasser mehr gesehen. Und insofern sieht da alles so aus, als wenn es am Ende wäre. Aber trotzdem sind da ein paar schöne Kohlrabi zu finden. Hier. Der hier zum Beispiel, einen habe ich vorhin schon abgeerntet. Ja, das ist alles schon welk. Kann man gleich draußen lassen. Ja. Beim zweiten Kohlrabi seid ihr jetzt mit dabei. Ich meine, das heißt, ich zupfe hier gleich die Blätter ab. Obwohl, das Blatt sieht gut aus. Ah, das kann weg. Und die Blätter, die hier so ein bisschen in der Mitte sind, sehen eigentlich alle gut aus. Die nehme ich alle mit. Unglaublich. Da legt man nur kurz so ein kleines Möhrchen ab. Während man einen Kohlrabi erntet. Und schon kommt ein Vogel angeflogen und klaut das Möhrchen. Ich glaub's ja nicht. So, und jetzt ab in die Küche. Ja Leute, hier ist alles geschnippelt. Zunächst mal hier. Kohlrabi, Möhrchen und Zwiebeln. Und hier sind noch die Kohlrabi-Blätter. Ich nehme jetzt aufgrund der Menge den größten Kochbehälter, den ich da habe. In meinen größten Topf geht es nicht rein, deswegen muss ein Bräter herhalten. Also das lohnt sich diesmal wirklich, das Einlegen. Die Blätter kommen auch gleich mit rein. Aha. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, wenn einem nicht schlecht wird. Dann als erstes Wasser. Ja.
Da muss ein bisschen mehr ran. Was bin ich froh, dass ich vorhin noch Essig kaufen war? Sonst würde ich jetzt ganz alt aussehen. Ja, 3 Liter. Ja, ich nehme noch einen 4. Liter. Ja. Und jetzt kommt ein heller Wein, Branntweinessig. Dazu, man kann auch einen ganz normalen Tafelessig nehmen oder einen Apfelessig oder was weiß ich. Bleibt euch überlassen. Hauptsache ordentlich Säure. Das reicht. Das ist jetzt ungefähr eine 3/4 Flasche auf die Menge. An Gewürzen kommt rein einfach nur Salz. Pfeffer, und ein bisschen, ja, das heißt ein bisschen ordentlich Zucker. Ordentlich Zucker. Um der Säure vom Essig ein bisschen geschmacklich entgegenzuwirken. Dann, wenn man keine offenen Wunden hat, kann man da auch problemlos reingreifen und das Ganze ein bisschen vermischen. Und dann darf das Ganze jetzt erstmal aufkochen und circa 10 Minuten köcheln. Und wenn das soweit ist, ja, sehen wir uns wieder. Oder seht ihr mich wieder, besser gesagt. Ja Leute, das Ganze ist fertig und wird jetzt in Gläser abgefüllt. Hier handelt es sich um ein altes Marmeladenglas. Wichtig ist, dass es Sturzgläser sind. Sturzgläser erkennt ihr daran, dass sie diesen Gummiring haben, der sich dann bei Kontakt mit heißer Flüssigkeit einfach zuzieht und das Ganze luftdicht verschließt. Ja, sieht doch alles sehr gut aus. Allerdings werde ich mit der großen Schaumkelle nicht viel ausrichten können. Deswegen nehme ich einen Esslöffel. Mit der Schaumkelle käme ich nicht durch die Öffnung durch, nicht durchs Loch durch. Ja. Schön von allem was rein ins Gläschen. Das Ganze wirklich, solange es noch heiß ist. So, passt. Jetzt einfach aufgießen mit dem Sud.
randvoll machen, vorzugsweise. So, passt. Und jetzt Deckel drauf, das Ganze vorher heiß ausspülen. Und fertig. Ja, Leute, 16 Gläser sind es insgesamt geworden. Teils größere, teils kleinere. Ich finde das eine geile Sache. Und zur Verkostung seht ihr mich gleich wieder. Oh, jetzt kann kommen, was will. Auch dieses Gemüse geht im Falle eines Stromausfalls nicht kaputt. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Kühlgeräten. Und das ist wirklich schon mal viel wert. Der Essig hat jetzt da drin alles abgetötet. Es kommt, also falls noch Keime drin waren, es kommt kein Sauerstoff hin, dass sich irgendwelche Keime ausbreiten könnten, vermehren könnten. Im Prinzip ist jetzt mein Gemüse, mein Kohlrabi, meine Möhrchen, meine Zwiebeln und die Kohlrabi-Blätter über Jahre haltbar gemacht oder für Jahre. Natürlich wird es nicht so lange halten, nicht so, weil ich es vorher schon weg esse, aber es rein theoretisch für Jahre haltbar. So, wie schmeckt das Ganze jetzt? Wollen wir es doch einfach mal probieren. Hat noch ein bisschen Biss. Das liegt am Essig, den ich rein habe. Das ist jetzt noch so bissfest war. Das hätte ich auch noch 2 Stunden kochen können. Das wäre nicht komplett weich geworden. Spielt aber keine Rolle, macht nichts. Das ist so gut, wie es ist. Es muss noch ein bisschen durchziehen, dann ist es perfekt. Dann gibt es auch einen Geschmacksorgasmus beim Wiederöffnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Macht's gut, also wieder Gigi, ciao, shalom und goodbye. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Und viel Spaß beim Gemüse einlegen.